Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Faszination Astronomie Online. Mein Name ist Caroline Liefke und ich bin Ihr Host heute Abend, also ja, euer Gastgeber. Und ich möchte euch mitnehmen auf eine Reise in unsere kosmische Nachbarschaft. Was heißt das jetzt? Weil kosmische Nachbarschaft, das kann ja unser Sonnensystem sein, das können irgendwie Galaxien in unserer näheren Umgebung von der Milchstraße sein. Je nachdem, wer da gerade redet, versteht unter kosmischer Nachbarschaft vielleicht was ganz anderes. Aber weil ich mich früher dann doch mit sonnennahen Sternen beschäftigt habe, soll es also um genau die gehen. Also die Sterne in unserer nächsten Nachbarschaft, die Sternensysteme, die ja die nächsten Nachbarsterne zu unserem eigenen Sonnensystem, zu unserer eigenen Sonne sind. Und naja, welche sind denn das überhaupt? Den ein oder anderen kennt ihr da vielleicht, andere vielleicht halt aber auch nicht. Die sollt ihr also heute kennenlernen und ja, ich möchte euch da mit hinnehmen. Also wenn man sich halt fragt, ja, welche sind das? Welchen Sternen begegnen wir da? Welche sind da interessant auch überhaupt? Kann man sich ja erstmal auch fragen, ja, wo finde ich die denn am Himmel? Und ganz intuitiv würde man dann da ja vielleicht sagen, okay, ja, ich schaue mich am Sternenhimmel um, da kenne ich vielleicht das ein oder andere Sternbild und ja, die Sterne, die hell sind, das sind ja vielleicht dann auch diejenigen, die ein bisschen näher an uns dran sind. Und deshalb sind sie hell. Hier mal so ein Bild auf, ja, vielleicht nicht ganz passend zur Jahreszeit, eine Winterlandschaft hier mit dem Sternbild Orion hier, das hier so halb schräg auf der Seite liegt. Und da ganz links hier den hellsten Stern am Nachthimmel, das wäre der Sirius. Und wenn man jetzt sagt, okay, hellster Stern am Himmel, das müsste doch dann auch eigentlich einer sein, der ziemlich nahe dran ist. Das kommt auch hin. Beim Sirius klappt das einigermaßen. Der ist so 8,6 Lichtjahre weit weg. Bei den Sternen da im Sternbild Orion, da funktioniert das nicht mehr so richtig gut. Also wenn man sich die anguckt, ne, ganz bekannt ja zum Beispiel halt eben dann hier die Beteigeuze, der etwas gelblichere Stern hier oben in der Schulter vom Himmelsjäger, vom Orion. Die ist schon ja, 643 Lichtjahre weit weg. Und das, obwohl sie der zehnthellste Stern am Himmel ist. Das wird noch viel schlimmer. Also das kann man genauso weiterspielen. Hier unten Rigel, der Fußstern vom Orion, der ist 864 Lichtjahre weit weg, obwohl er der siebthellste Stern am Himmel ist. Also wir haben hier einen Haufen Sternen, die wir jetzt ja, sozusagen unter die Top 10 einordnen können, der hellsten Sterne überhaupt, abgesehen jetzt mal von unserer Sonne. Aber einige von denen sind relativ nah dran, wie der Sirius, und andere sind hunderte Lichtjahre weit weg. Und naja, das Spielchen kann man tatsächlich noch viel, viel weiter treiben. Und ja, wo kommt das her? Letztendlich steckt da dahinter, dass halt noch ganz andere Sachen daran eingehen, wie hell wir eigentlich so einen Stern am Himmel sehen, als die Frage, wie weit der jetzt eigentlich weg ist, weil die Sterne halt eben auch per se unterschiedlich hell sein könnten. Also wenn die alle gleich weit weg wären, heißt das noch lange nicht, dass die auch alle gleich hell wären. Trotzdem ist das natürlich eigentlich ein ganz guter Ansatz zu sagen, ja, wenn ich jetzt sage, ich habe so einen Stern, der so ähnlich ist wie unsere Sonne, da dann davon auszugehen, dass dann halt ein Stern, der näher an uns dran ist, auch heller sein muss. Das funktioniert zum Beispiel, ja, wenn wir uns mal auf der Südhalbkugel der Erde auf die Suche begeben. Das sind ja nun Bereiche, die ja vielleicht nicht jeder von euch kennt, weil man vielleicht noch gar nicht auf der Südhalbkugel der Erde gewesen ist oder die einem vielleicht auch gar nicht so vertraut sind, selbst wenn man da schon mal gewesen ist. Auf jeden Fall ist der Anblick des Sternenhimmels dort vielleicht ein bisschen ungewohnter. Aber da suchen wir tatsächlich halt auch eben einen Stern, der eigentlich relativ bekannt ist, nämlich Alpha Centauri. Also bei dem Namen wird es bei vielen von euch irgendwie klingeln. Ja, und der ist hier im Bild. Und naja, also fragt euch mal ganz ehrlich, wer von euch kennt den, wer von euch hat den selber schon mal mit eigenen Augen gesehen? Also hier auf dem Bild haben wir relativ prominent in der Bildmitte das Kreuz des Südens drin. Also sind hier so diese Sterne. Die sind aber nicht gemeint. Das Kreuz des Südens ist ein Sternbild für sich. Aber dann hier jetzt links davon, hier weiter die Milchstraße entlang, die Milchstraße des Südhimmels, haben wir hier zwei relativ helle Sterne. Einer eher bläulich und einer so ein bisschen gelblich-weiß. Und das sind halt eben Alpha und Beta Centauri, also die beiden hellsten Sterne,
des Sternbildes Zentaur. Und tatsächlich ist Alpha Centauri, also hier dieser weißlich-gelbe, ja, der dritthellste Stern überhaupt am Nachthimmel. Also da haben wir einen weiteren aus den Top 10 aufgetrieben. Der zweithellste, das ist Canopus, und Sternbild Carina, also auch am Südhimmel, aber nichtsdestotrotz. Aber auch hier hätten wir tatsächlich genau wieder denselben Effekt, weil ja, Canopus als zweithellster Stern ist halt auch wieder hunderte Lichtjahre weit weg, über 300 Lichtjahre. Während ja, Alpha Centauri, da bewegen wir uns dann jetzt tatsächlich eben in Richtung des allernächsten Sterns überhaupt am Himmel. Deshalb kennt man ihn ja halt eben auch. Die Sache ist jetzt die tatsächlich, dass ja, Alpha Centauri tatsächlich gar nicht nur ein Stern ist, sondern dass da ein bisschen mehr dahinter steckt. Wenn man mit dem Teleskop guckt, braucht man jetzt eigentlich gar kein riesengroßes Teleskop für. Da reicht eigentlich schon auch fast ein Amateurfernrohr aus. Dann stellt man fest, Alpha Centauri selber, das sind zwei. Die sind ja für die Hobbyastronominnen und Astronomen unter euch 5 Bogensekunden auseinander. Das heißt, im Prinzip kann man die schon durchaus trennen, gerade weil die auch unterschiedlich hell sind. Hier haben wir jetzt mal ein Bild vom Hubble-Weltraumteleskop. Also das wäre jetzt natürlich so der Extremfall dessen, wie man das dann ablichten kann. Aber ja, trennbar sind die also schon auch ja, in einem kleinen bis mittelgroßen Fernrohr eben auch. Dass die so weit auseinander stehen, dass man das halt auch wirklich gut sehen kann, heißt, dass das auch schon länger bekannt ist, dass das in Wirklichkeit zwei sind. Das Spannende daran ist tatsächlich, dass ja, der linke hier im Bild, dass das tatsächlich ein sehr, sehr sonnenähnlicher Stern ist. Also wenn man sich die Spektren dieses Sterns und der Sonne anguckt, dann sind die fast identisch. Die einzigen Unterschiede liegen eigentlich darin, dass man ziemlich sicher ist, dass Alpha Centauri ein bisschen älter ist als unsere Sonne. Bei unserem Sonnensystem ist es ja so, da gehen wir so von so 4,5 Milliarden Jahren aus. Bei Alpha Centauri müssen wir da noch so 2 Milliarden oben drauf legen, ungefähr. Also ganz genau weiß man das nicht, aber man geht davon aus, dass das Alpha Centauri insgesamt, damit meint man halt beide Sterne, älter sind als wie unsere Sonne, als wie unser Sonnensystem. Dementsprechend also dieser linke Stern Alpha Centauri A, der dann halt eben auch der hellere von den beiden hier ist, der ist ja, an sich eben der Sonne sehr, sehr ähnlich. Ist ein bisschen massereicher, ist auch ein bisschen heller, während der zweite Alpha Centauri B halt eben ein Ticken kleiner und ein bisschen kühler als die Sonne ist. Vom Spektraltyp hat der eher die Klasse K1, das heißt, der geht so ein bisschen mehr ins gelbliche, orange von der Farbe her und ist halt dann eben auch ja, nicht ganz so leuchtkräftig. Also nichtsdestotrotz, im Großen und Ganzen kann man beide Sterne eigentlich immer noch so in die Kategorie sehr ähnlich wie unsere Sonne einsortieren. Wobei halt eben, ja, wie gesagt, Alpha Centauri A derjenige welche wäre, der unserer Sonne noch ja, am ähnlichsten ist. Soweit, so gut. Jetzt ist es allerdings so, dass Alpha Centauri oder zumindest diese beiden Sterne hier dann doch wieder nicht unsere nächsten Nachbarsterne sind. Das ist Proxima Centauri. Den Namen habt ihr vielleicht auch schon gehört. Proxima ist ja sozusagen das dritte Rad am Wagen in Anführungsstrichen und eigentlich ein ziemlich kleines. Von dem Bild hier bitte nicht verwirrt sein. Das Bild ist zwar eine Farbaufnahme, aber in Wirklichkeit ist das eigentlich zusammengesetzt nur aus zwei Farben. Und deshalb sehen wir hier Alpha Centauri A und B zusammen als diesen riesengroßen, hellen, bläulichen Stern, obwohl der in Wirklichkeit nicht bläulich ist. Also eigentlich muss man sich das hier jetzt so ja, gelblich-weiß vorstellen, wie auf dem anderen Bild vorher, wo die beiden ja, Centauri-Sterne zusammen mit dem Kreuz des Südens zu sehen waren. Also dieses helle Ding da, das ist also Alpha Centauri und wir suchen jetzt einen Begleitstern. Und zwar einen Begleitstern, der deutlich kleiner, deutlich lichtschwächer ist. Und jetzt würde man sagen, okay, also ja, hier sind ja so ein paar im Bild, die da in Frage kämen. Welcher von denen ist es denn jetzt? Und naja, dann würde man irgendwie so, ja, ganz intuitiv vielleicht sagen, ja, vielleicht ist es dieser hier oder der hier, das steht ja nahe dran, vielleicht auch sogar der hier oder noch irgendwie ein anderer. Gemeint ist der hier, dieser kleine hier, der jetzt mit dem Kringel da ist, da weiter unten. Tatsächlich
steht Proxima Centauri am Himmel ein ganz schönes Stück weit weg von Alpha Centauri. Da sind so knapp 4 Vollmonddurchmesser dazwischen, 2 Grad am Himmel. Und dementsprechend, das ist zwar noch kein anderes Sternbild, der ist also auch noch locker im Sternbild Centaurus, aber ja, wenn man das jetzt nicht genau wüsste, dass die drei, genauer gesagt, ja, zusammengehören, dann ja, weiß man das auf den ersten Blick noch nicht so ganz genau. Und man hat auch tatsächlich viele Jahre lang gerätselt, gehört Proxima Centauri jetzt tatsächlich zu Alpha Centauri A und B dazu? Und dann hat sich aber dann doch tatsächlich rausgestellt, ja, das ist so. Das ist allerdings tatsächlich noch nicht lange so, dass man das auch wirklich weiß. Wir haben also hier so eine Art Dreifachsystem, wo sich einmal Alpha Centauri A und B umkreisen, halt eben mit einer Umlaufdauer von den 79 Jahren. Und dann haben wir Proxima Centauri nochmal um die beiden außen drum herum. Und die Umlaufbahn, die ist hier so eingezeichnet, wie man das ja im Jahr 2016 mal systematisch nachvollzogen hat, wie die ungefähr laufen müsste. Das ist natürlich schwierig zu messen, weil man davon bisher nur einen ganz kleinen Abstand, Schnitt dieser Umlaufbahn überhaupt wirklich hat verfolgen können. Das dauert nämlich ungefähr 550.000 Jahre, bis Proxima Centauri einmal rum ist um A und B. Aber er scheint tatsächlich eben an die beiden gebunden zu sein und ja, liegt nicht nur zufällig sozusagen in fast derselben Entfernung, sondern ja, kreist tatsächlich um diese beiden drumherum. Und ja, aber nichtsdestotrotz, also 500.000 Jahre und mehr, das ist natürlich schon eine gewaltige Hausnummer. Aber man weiß jetzt halt also, die drei, die sind tatsächlich ein gebundenes System. Bei A und B ist das sehr, sehr eindeutig. Bei Proxima weiß man das tatsächlich mit Sicherheit erst seit ein paar Jahren. Jetzt ist es halt aber tatsächlich so, wenn man da jetzt nochmal zurückgeht, hier, dieses kleine Ding hier, diese kleine Funzel hier, ja, wie verhält sich die zu diesem gigantisch hellen Kollegen hier? Wie gesagt, Alpha Centauri A und B, dritthellster Stern am Himmel, beide zusammen also, während man für Proxima Centauri also mindestens ein Fernglas braucht, also irgendwie so ein Fernglas, na, so 10x50 oder so, das genug Licht sammeln kann, damit man den überhaupt als kleines Pünktchen erkennen kann. Hier auf dem Foto ist der halt drauf, weil da Langzeitbelichtung ist. Also der hat 11. Größe im astronomischen Helligkeitssystem. Das heißt also, mit bloßem Auge sehe ich den nicht. Und das, obwohl Proxima eigentlich von den dreien hier, dadurch, dass die Umlaufbahnen so liegen, wie sie liegen, halt eben derjenige ist, der noch mal einen Tick näher dran ist. Der also 4,24 Lichtjahre von uns entfernt ist derzeit, während Alpha Centauri A und B 4,36 Lichtjahre, also einen ganz kleinen Ticken weiter weg liegen. Und dementsprechend, ja, was sagt uns das? Dieses kleine Sternchen hier, das wir da haben, ist zwar unser nächster Nachbarstern, aber mit dem bloßen Auge ist er nicht sichtbar. Da haben wir jetzt also wirklich genau diesen Punkt, dass zwar helle Sterne vielleicht irgendwie ja, die Sternbilder ausmachen, aber dass das noch lange nicht die sein müssen, die auch nah an uns dran sind, nochmal wirklich genau umgekehrt. Also unser allernächster Nachbarstern ist kein heller Stern in irgendeinem Sternbild, sondern ja, so ein kleines Pünktchen, für das ich ein Teleskop brauche oder ein Fernglas, oder halt eben, wo ich auf dem Foto Langzeitbelichtung machen muss, damit ich den überhaupt sehen kann. Und dementsprechend, ja, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, dass ja, Proxima Centauri im wahrsten Sinne des Wortes eine Funzel ist. Er ist also auch ja, von seinen Eigenschaften her deutlich anders eben als unsere Sonne, ist viel kleiner, nur ungefähr ein Zehntel so groß wie unsere Sonne, ist auch deutlich kühler. An seiner Oberfläche herrschen Temperaturen von vielleicht so 2500 Grad. Bei unserer Sonne ist es mehr als das Doppelte. Also ein ganz anderer Stern, der halt zum Teil auch anders funktioniert. Tja, das wäre vielleicht schon mal für den einen oder anderen, die ein oder andere von euch, die erste Überraschung. Und dementsprechend, ja, gucken wir mal, wie das so weitergeht. Wir können ja noch mal zurückgehen.
zu Sirius. Ne? Mit dem haben wir ja sozusagen angefangen, mit dem hellsten Stern am Nachthimmel. Wie ist denn das da überhaupt? Ne? Also Sirius, ja auch durchaus eben dadurch, dass er der hellste Stern am Himmel nach der Sonne ist, ja auch als berühmtes Beispiel, wenn man so will. Auch da haben wir einen ganz ähnlichen Effekt, denn auch Sirius hat einen Begleiter. Da gibt es auch wieder Sirius A und Sirius B. Sirius B ist ein ja, ganz besonderes Objekt, ein sogenannter weißer Zwerg. Da gibt es hier in der Reihe auch schon mal einen Vortrag, könnt ihr einfach mal im Archiv gucken, von Stefan Jordan über weiße Zwerge ganz allgemein, was es mit diesen Dingern auf sich hat. Hier habe ich auch mal wieder so ein Hubble-Bild und dementsprechend, ja, guckt mal genau hin, da sehen wir also hier den Stern und der hat hier so diese Strahlen. Die Strahlen kommen zustande üblicherweise bei Spiegelteleskopen, wenn ich so eine Haltestruktur für den Fangspiegel habe, da werden die Lichtstrahlen durch Beugung erzeugt. Das Gleiche gilt hier so für diesen ringartigen Halo um den zentralen hellen Bereich. Aber da ist hier noch so ein kleines Pünktchen. Und dieses kleine Pünktchen, das ist also Sirius B, dieser kleine weiße Zwerg. Das ist eigentlich ein Stern, der ungefähr die Masse wie unsere Sonne hat. Und zwar ziemlich genau sogar. Es ist allerdings so, dass das, wenn man so will, eine Sternleiche ist. Und ursprünglich hatte der mal viel, viel mehr. Der war mal ungefähr 5-mal so massereich, hat aber den Großteil dieser Masse verloren in der Endphase seines Lebens. Und und das, obwohl das ganze Sirius-System eigentlich ja, bei weitem nicht so alt ist wie unser Sonnensystem. Sirius selber, das weiß man heutzutage relativ genau, ist so ungefähr 240, 242 Millionen Jahre alt. Der Vorläufer von dem weißen Zwerg, Sirius B, der hat es bei weitem nicht so lange geschafft. Dadurch, dass der noch massereicher war als Sirius A, das ist nämlich ein Stern, der hat so die doppelte Sonnenmasse, war sein Kernbrennstoff eher verbraucht und er hat sich entwickelt eben zu diesem weißen Zwerg, Sirius B, und den Rest der Masse hat er nach außen geblasen. Und dementsprechend, ist jetzt nur noch das übrig. Also dieses eine Fünftel von der Ursprungsmasse ist übrig geblieben und hat sich ja sehr, sehr stark kompaktifiziert zu diesem kleinen Ding, das dementsprechend auch nur noch sehr, sehr schwach leuchtet, weil es so klein ist, weil es nur eine ganz kleine Oberfläche hat, kann es nur noch ganz wenig abstrahlen. Und dementsprechend ist Sirius A halt zwar ein Stern, der ja, eine Oberflächentemperatur von so 10.000 Grad hat und dabei auf die 25-fache Sonnenleuchtkraft kommt, während Sirius B, dieses kleine Ding da, zwar heißer ist, aber nur auf ungefähr 5% der Sonnenleuchtkraft kommt. Also viel, viel weniger abstrahlt. Und dementsprechend ist Sirius B halt eben ein Sternchen, der ja insgesamt, wenn man den alleine nimmt, dieses kleine Pünktchen da, halt eben nur auf eine Helligkeit von 8,5 schafft. Das heißt also, um den zu sehen, brauche ich an sich erstmal überhaupt ein Teleskop. Das Problem ist, den zu sehen, ist trotzdem eine Herausforderung, weil da ist ja dieser ultrahelle Hauptstern Sirius A nebendran und der überstrahlt eigentlich alles. Also wenn man mal Sirius B sehen möchte, ist das im Moment tatsächlich sogar ziemlich günstig. Die beiden umkreisen sich mit einer Umlaufzeit von so ungefähr 50 Jahren und die Sichtbedingungen sind im Moment so, dass die ja so 10 Bogensekunden Abstand haben. Das heißt, das könnte man rein theoretisch in einem guten Teleskop auch sehen, aber dadurch, dass halt eben ja, Sirius A halt eben so super hell ist, ja, blendet der regelrecht und man muss irgendwie teilweise so ein bisschen tricksen, gucken, dass diese Spikes zum Beispiel von Spiegelteleskopen genau in die richtige Richtung zeigen, damit da halt also dieser Sirius B nicht überblendet wird. Trotzdem eine schöne Herausforderung für Hobbyastronominnen und Hobbyastronomen. Ja, probiert das doch mal, ob ihr ja, den kleinen Sirius B sehen könnt. Ist jetzt halt vielleicht die falsche Jahreszeit, aber ja, nächsten Winter kann man sich das ja mal durchaus vornehmen. Ne? So, jetzt tauchen hier im Chat auch schon die ersten Fragen auf, von denen ich die allermeisten im Wesentlichen ja, im Laufe des Vortrages beantworten werde. Und eine dieser Fragen ist halt sowas wie, ja, wie kommt man da überhaupt drauf? Woher weiß man das, dass dieser Stern jetzt so weit weg ist? Wie misst man das? Vor allen Dingen halt eben möchte ich jetzt hier hauptsächlich mich darauf konzentrieren, wie misst man das bei sonnenähnlichen Sternen? Bei allen anderen ist das ja jetzt erstmal für uns und das Thema hier nicht so spannend. Also wie messe ich die Entfernung von sonnennahen Sternen?
Und da habt ihr vielleicht schon mal gehört von dem Parallaxenprinzip, ne? Also dieser klassische springende Daumen. Also wenn ich mir das eine Auge zuhalte und ich gucke, wenn ich den Daumen hier so von mir weghalte, was sehe ich im Hintergrund, wenn ich den Daumen hier so halte mit dem einen Auge? Und was sehe ich, wenn ich mir das andere Auge nehme und zuhalte? Wo scheint dann der Daumen da davor im Hintergrund zu stehen? Das ist also im Prinzip sowas wie Stereo-Sehen, wie 3D-Sicht sozusagen, nur dass wir das Ganze auf den Dimensionen unseres Sonnensystems machen. Also wir nehmen den Stern, dessen Entfernung wir sozusagen messen möchten hier, und wir nehmen unsere Erde, und die Erde, die läuft ja einmal pro Jahr hier halt um die Sonne rum und ist dementsprechend an einem Punkt hier von ihrer Umlaufbahn und ein halbes Jahr später genau gegenüber, auf der gegenüberliegenden Seite hier von der Umlaufbahn angekommen. Und dementsprechend habe ich hier sowas wie den Erdbahndurchmesser als Abstand zwischen meinen zwei Augen, mit denen ich diesen Daumensprung hier mache, und vergrößere dadurch sozusagen diesen Winkel, mit dem ich das dann messen kann. Und naja, letztendlich kann ich dann den Abstand einfach hier über Dreiecksgeometrie ausrechnen, wobei das mit dem einfach so einfach ehrlich gesagt nicht ist. Weil wenn man sich das mal genau anguckt, die Skizze, die wir hier jetzt haben, die ist in 2D, aber in Wirklichkeit muss man sich das ja dreidimensional vorstellen. Also ich habe hier die Ebene der Erdbahn, und wenn der Stern nicht direkt oberhalb darüber liegt, sondern so ein bisschen weiter geneigt, dann habe ich das Ganze so als projizierte Ellipse. Das heißt, das ist jetzt nicht egal, wann ich mit diesem halben Jahr anfange und wann nicht, sondern ich muss genau ausrechnen, wann ist dann jetzt wirklich hier der Erdbahndurchmesser, oder wann habe ich das Ganze hier so, ja, dadurch, dass ich es scheinbar schräg betrachte, irgendwie perspektivisch verkürzt. Also ist alles ein bisschen komplizierter, aber nichtsdestotrotz, man kann solche Parallaxenmessungen machen. Ganz bekannt ja halt eben auch der Gaia-Satellit, der das jetzt fleißig macht. Problem, für Gaia sind so Sterne wie der Sirius oder auch Alpha Centauri einfach viel zu hell. Das kann Gaia nicht nehmen zum Messen. Also da werden sofort die Detektoren überbelichtet. Diese Sterne sind zu hell für den tollen Gaia-Satelliten, zu dem ihr übrigens in so ungefähr einem Monat auch noch die neuesten Ergebnisse geliefert bekommt. Also nichtsdestotrotz, für so viele von den nächsten Nachbarsternen muss man da tatsächlich dedizierte Messungen hernehmen. Trotzdem ist das ziemlich schwierig, ja, weil, ja, wie mache ich das? Ich muss hier ja irgendwie gucken. Ne? Also in dem Bild heißt das ja, dass ich gucke, was ist da im Hintergrund? Welche Sterne, die weiter weg sind, sehe ich denn da scheinbar in derselben Richtung unter diesem Winkel stehen? Da müssen dann ja halt, wenn ich zum Beispiel ein Foto mache, ja irgendwie Vergleichssterne sein. Und bei einem hellen Stern heißt das auch wieder, da müssen Sterne von passender Helligkeit halt auch wieder im Vergleich dazu stehen. Und wenn ich das mit Sirius mache, den hellsten Stern am Himmel, habe ich halt auch wieder das gleiche Problem, wie wenn ich Sirius B sehen will, nämlich dass der einfach viel zu hell ist und dass ich solche Messungen gar nicht so einfach machen kann. Also von daher muss man da ziemlich genau gucken, wie man das am besten hinkriegt. Und es bleibt aber trotzdem so, dass für viele sehr, sehr helle Sterne, also gerade so die allerhellsten Sterne überhaupt, die wir am Nachthimmel haben, solche Parallaxenmessungen eigentlich tatsächlich ja gar nicht so genau sind, als wie die Messungen, die jetzt halt eben zum Beispiel Gaia macht, weil diese Sterne eben viel zu hell sind und man dementsprechend einfach Fehler durch Überbelichtung reinkriegt. So kurios das jetzt hier klingt. Der allererste Stern, bei dem man das überhaupt gemacht hat, das ist 61 Cygni. Und 61 Cygni, der fällt jetzt tatsächlich eher wieder so in die Kategorie Proxima Centauri. Wobei nicht so ganz. Der ist so eine Mischung aus Proxima Centauri und Alpha Centauri B. Also halt auch wieder ein orange-gelber K-Stern. Oder nein, genauer gesagt eigentlich ein Doppelstern aus zwei von solchen orangenen Zwergsternen. Steht im Sternbild Schwan, daher halt eben auch der Name, der Stern 61 im Sternbild Schwan. Und weil das war halt einer, der war sozusagen im Verdacht, ein sonnennaher Stern zu sein für eine ziemlich lange Zeit. Und 1838 ist es Friedrich Wilhelm Bessel dann tatsächlich auch gelungen, das endlich mal mit einem vernünftigen Fehler auch nachzuweisen.
Wobei man dazu sagen muss, also das ist alles so ein bisschen so eine Sache. Der Bessel hat eigentlich schon seit 1812 versucht, diese Messung zu machen. Aber so die ersten Messversuche, die er gemacht hat, die waren nicht so glorreich, sondern da kamen dann halt Werte raus, die sich ganz gewaltig widersprochen haben. Er hat das auch für die beiden Sterne in dem Doppelsternsystem getrennt versucht und hat da ganz unterschiedliche Werte rausgekriegt. Und das geht ja wiederum auch nicht, wenn die dann wiederum selber nochmal umeinander kreisen und ungefähr gleich weit weg sind. Nichtsdestotrotz, 1837 hat Bessel von Fraunhofer ein schönes neues Messgerät bekommen, ein Heliometer, und mit dem konnte er dann tatsächlich endlich mal vernünftig Winkel messen, und da gab es dann halt eben tatsächlich auch die Möglichkeit, nochmal ein bisschen mehr Präzision dran zu gehen. Ne? Wir müssen ja bedenken hier 1838, das heißt, die Fotografie war noch nicht erfunden. Dementsprechend, das war halt also alles noch Handarbeit in Anführungsstrichen, beziehungsweise Augenarbeit am Okular, am Messgerät, am Teleskop da dran. Und was Bessel damals rausgekriegt hat, ist, ja, dieser Stern ist 10 Lichtjahre weit weg. Heute denken wir, es ist ein Lichtjahr mehr. Aber ja, für die damaligen Verhältnisse war das super gut und vor allen Dingen halt eben auch super genau. Trotzdem hat das damals die Leute, ja, ich sag mal, nicht überrascht, weil, wie gesagt, man hat schon eine ganze Weile lang versucht, das auch zu messen, denn diese Messung, das war eine, die hat man viele, viele Jahrhunderte erfolglos versucht, denn dieser Effekt der Parallaxe, den hätte man messen müssen, das wusste man schon lange, wenn halt eben tatsächlich genau dieses Prinzip gilt, dass die Sterne unterschiedlich weit weg sein können. Und dass man das nicht gemessen hat, das war immer so ein klassischer Beleg dafür, dass das ja uralte, antike, geozentrische Weltbild, bei dem man sich vorgestellt hat, dass alle Sterne irgendwie auf einer unendlich weit entfernten Sphäre angeklebt sind, dass das nach wie vor seine Gültigkeit hatte. Aber jetzt hat man dann halt also wirklich mal so eine Messung gehabt, aber die 10,4 Lichtjahre, die waren halt gewaltig. Die haben also die Größe des Universums auf einmal ganz, ganz arg vergrößert, also von unserem Sonnensystem halt eben auf Lichtjahre hinaus. Dementsprechend ist 61 Cygni eigentlich für die Astronomiegeschichte ein super wichtiger Stern, halt so eine kleine Funzel, die gerade mal eben noch so mit bloßem Auge sichtbar ist. Aber nichtsdestotrotz, der hat also die Welt bewegt. Ja, warum hat Bessel für seine Messungen ausgerechnet diesen Stern hergenommen? Warum hat der mit dem versucht, da irgendwie was zu machen? Dieser Stern hat sich in gewisser Weise halt eben verraten durch einen anderen Effekt. Als potenzieller Kandidat dafür, ein sonnennaher Stern zu sein. Und das ist die sogenannte Eigenbewegung. Denn wir stellen uns heutzutage ja eigentlich ziemlich genau vor, dass wir die Sterne in unserer nächsten Nachbarschaft, genau wie unsere Sonne selber, halt eben auch um das Zentrum unserer Milchstraße sich bewegen. Von der wusste man damals noch nichts, aber nichtsdestotrotz gilt halt eben, die Sterne, die können sich irgendwie natürlich dann halt auch im dreidimensionalen Raum bewegen. Und das sei jetzt mal hier so als Beispiel für eine Galaxie, für so einen Spiralnebel hier eingezeichnet. Der hat vielleicht irgendeine Bewegungsrichtung im Raum in eine ganz bestimmte Richtung im Vergleich dazu, wie unsere Sonne, wie unser Sonnensystem gerade steht. Diese Bewegung, die kann ich mathematisch-geometrisch aufspalten in zwei Richtungen. Und das ist einmal die radiale Richtung, also die entlang der Seelinie, in der ich zu dem Objekt schaue. Das ist dann halt auch das, was ich zum Beispiel mit dem Doppler-Effekt messen kann, wenn sich da was auf mich zu oder von mir wegbewegt, mit Hilfe der Spektroskopie. Und ich habe Bewegungen senkrecht dazu. Also Bewegungen, die halt nicht entlang der Seelinie gehen, sondern halt nach links, nach rechts, nach oben und unten. Halt auch wiederum in eine ganz bestimmte Richtung. Das wäre dann eine tangentiale Bewegung. Oder halt eben am Himmel heißt das, ich kann eine sogenannte Eigenbewegung messen, nämlich dass die Sterne sich wirklich sichtbar am Himmel untereinander irgendwie verändern, dass sie ihre Positionen untereinander sich ändern. Und das heißt wiederum ähnlich wie bei der Parallaxe auch, dass ein Stern, der sich da bewegt,
halt eben ja, vor dem Hintergrund weit entfernter Sterne dann wiederum eine sichtbare Bewegung macht. Und da muss halt eben gelten, wenn man mal annimmt, alle Sterne bewegen sich ungefähr gleich schnell, dass ich diesen Effekt der Bewegung eben leichter sehen kann von dieser Eigenbewegung, sofern diese Sterne halt näher an uns dran sind. Und ja, genau das war halt eben das Prinzip. Also bei Barnards Stern haben wir nämlich den Stern, bei dem dieser Effekt am größten ist. Und ja, 61 Cygni war halt auch einer von denen, die also einen sehr großen solchen Eigenbewegungseffekt haben. Hier sehen wir das mal halt also bei Barnards Stern als Animation über mehrere Jahre hinweg laufen, wie sich dieser Stern also vor dem Sternenhimmel-Hintergrund wirklich sichtbar bewegt. Da so läuft. Barnards Stern ist Rekordhalter, was das angeht, was die Eigenbewegung angeht. Und dementsprechend, ja, wenn wir uns den näher angucken, dann haben wir es hier tatsächlich mit dem nächsten Nachbarn nach dem Alpha Centauri-System zu tun. Barnards Stern ist ein M-Zwerg, ein bisschen heller als Proxima. Und dementsprechend kommt er so auf bei einer Entfernung von nicht ganz 6 Lichtjahren auf eine Helligkeit von so 9,5 Größenklassen, steht im Sternbild Schlangenträger und kann dementsprechend von uns aus auch beobachtet werden. Übrigens gerade zu dieser Jahreszeit funktioniert das einigermaßen gut. Und Leute, die solche Animationen bauen, die machen sich jetzt gerade bereit hier wieder für eine neue Messung, um hier also ein weiteres Bild für das Jahr 2022 hinzuzufügen. Das muss man sich aber halt mal durchaus auch auf der Zunge zergehen lassen. Der bewegt sich mit 10,4 Bogensekunden pro Jahr. Das ist zwar ein winzig kleiner Winkel, aber das bedeutet, dass er einen Vollmonddurchmesser in 180 Jahren zurücklegt. Das heißt also, so in Zeiten, wo jetzt man, ja, ich sag mal, relativ gut gezeichnete, gut dokumentierte Sternkarten hat, hat sich die Position von diesem Stern wirklich deutlich sichtbar verändert. Also wirklich über einen Monddurchmesser verschoben. Also das ist halt etwas, was wirklich auffällig ist. Und was als Effekt halt eben bei 61 Cygni schon im Jahre 1804 Giuseppe Piazzi aufgefallen ist und wo man gesagt hat, hey, so ein Stern, der so eine Eigenbewegung hat, der ist auch ein guter Kandidat dafür, diese Parallaxenmessung zu machen. Und das war dann halt eben auch so. 61 Cygni reiht sich in der Liste der sonnennäheren Sterne ein bisschen weiter hinten ein, nach Barnards Pfeilstern, aber nichtsdestotrotz, also das Prinzip ist hier halt also das Gleiche. Ja, wenn wir hier schon mal bei der Reihenfolge sind, welche Sterne kommen als nächstes? Kommen da jetzt welche, die ihr kennt? Kommen da jetzt halt irgendwelche bekannten Namen? Ja oder nein? Ich behaupte, als nächstes in der Liste kommen Sterne, von denen habt ihr im Zweifelsfalle noch nie gehört. Das heißt, eigentlich sind es keine Sterne. Die Objekte, die als nächstes kommen, sind sogenannte braune Zwerge. Braune Zwerge, das ist so ein Mittelding zwischen Stern und Planet. Also, wenn man so will, Sterne, die nicht genug Masse bei ihrer Entstehung abgekriegt haben. Und dementsprechend heißt das, dass es dafür die Kernfusion nicht reicht. Genauer gesagt reicht es für die normale Kernfusion von normalem Wasserstoff zu Helium nicht. Wozu es reicht, ist für die Fusion von Deuterium-Resten, die man in so einem Stern eigentlich auch immer irgendwie noch drin hat, zu irgendwas anderem. Das heißt also, wenn diese braunen Zwerge entstehen, die entstehen ganz normal, so wie normale Sterne halt eben auch, aus Gaswolken, wo sich Klumpen bilden, die sich dann halt eben zu Massen ansammeln, wo halt aber der Klumpen dann eben nicht ausreicht, da haben die am Anfang so ein klitzekleines bisschen Deuterium-Fusion als Energiequelle und danach kühlen die aus. Kühlen also wirklich einfach ab. Und ja, das heißt,
Je nachdem, wie alt so ein brauner Zwerg ist, können die vollkommen unterschiedlich sein. Also so ein brauner Zwerg, der kann gerade erst frisch entstanden sein, dann ist der noch relativ warm, dann ist der vergleichbar, ja, ich sag mal, mit anderen kleineren Sternen, die halt auch zum Beispiel noch relativ viel Infrarotstrahlung aussenden. Wenn so ein brauner Zwerg jede Menge Zeit hatte, sich abzukühlen, dann glimmt der gerade mal eben noch so ein paar Grad halt eben an Temperatur vor sich hin. Und da haben wir hier zwei Beispiele, die dann tatsächlich in der Liste der nächsten Nachbarsterne ja, dann auftauchen würden. Und zwar wohlgemerkt auch erst noch vor nicht allzu langer Zeit aufgetaucht sind in dieser Liste. Und zwar hat man im Jahr 2013, hat Kevin Luhmann, ein amerikanischer Astronom, in den Daten von dem Infrarotsatelliten WISE dieses Ding hier entdeckt. Das ist ein falschfarben Infrarotbild und dieses Pünktchen, was hier so ein bisschen gelblich zu sehen ist, besteht in Wirklichkeit aus zwei Punkten, nämlich einem Doppelsystem aus solchen braunen Zwergen, die also zu klein sind, zu wenig Masse haben, um ein richtiger Stern zu sein. In dem Falle ist der jetzt noch ordentlich heiß genug, um halt ihr eben auch fleißig im Infrarotlicht zu leuchten. Und der ist halt eben nur 6,52 Lichtjahre entfernt und damit halt dann eben nach Barnards Stern der nächste. Und wie gesagt, gerade mal 9 Jahre, dass wir den überhaupt kennen, dass wir diese zwei diesen doppelbraunen Zwerg überhaupt erst entdeckt haben. Ja, und danach kommt dann noch so ein Ding, der hat jetzt hier keinen Namen, wurde also nicht nach Kevin Luhmann benannt, obwohl der auch den entdeckt hat. Wäre dann wiederum der nächste. 7,5 Lichtjahre weit weg. Das ist auch wieder ein brauner Zwerg, WISE, und dann irgend so eine Telefonnummer, die sich bestimmt keiner von euch merkt. Bei dem ist es jetzt so, da haben wir es mit einem alten braunen Zwerg zu tun. Auch wieder in den WISE-Bildern gefunden, halt aber ganz andere Eigenschaften als wie der erste. Und dementsprechend, da konnte man sogar sagen, also der ist mittlerweile auch sowas wie, 220, 260 Grad Kelvin, das heißt also mal so ein paar Grad unter 0 Celsius abgekühlt. Also das ist halt wirklich ein Ding, den würden wir eigentlich als eiskalt bezeichnen. Der ist also wirklich nur noch am Nachglimmen. Da fusioniert also wirklich rein gar nichts mehr. Heißt also, ja, in unserer nächsten Nachbarschaft hat es da in den letzten paar Jahren sogar noch Neuentdeckungen gegeben. Also alleine schon die Top 10 der nächsten Sternsysteme haben wir vor 10 Jahren noch nicht vollständig gehabt. Und dementsprechend, wenn man sich hier halt also mal ja, in 3D mal so ein bisschen umguckt, wie sieht das hier so aus? Mal so als kleines Filmchen, was gibt es da in der nächsten Nachbarschaft zur Sonne? Dann sind da hier so ein paar kleine rötliche Sternchen zu sehen, zusammen mit Proxima Centauri, halt eben auch Alpha Centauri. Hier der Lumen 16AB, Barnards Stern, 61 Cygni, Sirius, noch ein paar andere, die wir hier jetzt im Detail nicht angesprochen haben, die, obwohl ihr vielleicht aber auch die Namen kennt, wie Epsilon Eridani aus Science Fiction bekannt, Procyon, der Stern im kleinen Hund. Also da gibt es einiges zu sehen, aber vielleicht auch das ein oder andere halt eben überraschend, in dem Sinne, dass wenn man sich tatsächlich einfach nur mal die nächsten 100 Sterne anguckt, dann sind von denen wirklich nur eine Handvoll mit bloßem Auge zu sehen. Alpha Centauri nämlich, den haben wir angesprochen, Sirius. Nicht angesprochen haben wir, wie gesagt, Epsilon Eridani. Ich als alter Babylon 5-Fan liebe den heiß und innig. 61 Cygni, Procyon, Epsilon Indi, Tau Ceti. Noch ein Stern im Sternbild Eridanus, Nummer 40. 70 Ophiuchi, Altair, Sternbild Adler und so weiter, noch so ein paar Sterne. Das sind also wirklich nicht viel, die halt überhaupt mit bloßem Auge zu sehen sind von den 100. Die anderen sind alles eher so, ja, wie Proxima Centauri, so kleine Funzeln, für die ich ein Fernglas oder sogar ein Fernrohr brauche, um die überhaupt als kleines Pünktchen sehen zu können. Und das heißt also wirklich, die allermeisten Sterne, und das gilt dann eben nicht nur für unsere nächste Nachbarschaft, sondern das kann man eigentlich guten Gewissens extrapolieren. Warum sollte das anderswo in der Milchstraße anders sein, als hier jetzt bei uns in der Umgebung, sind eigentlich solche kleinen M-Zwerge, solche kleinen Sternchen, die halt eigentlich nicht besonders hell sind, von denen es aber offensichtlich eine ganze Menge gibt.
und die bei diesen 100 eine ganze Menge auffüllen und die wir dann zum größten Teil auch gar nicht kennen, die irgendwelche Namen und Telefonnummern in Sternkatalogen haben, die uns noch nie begegnet sind. Dann kommen so ein paar, ja, eher orange-gelbe K-Zwerge, so wie 61 Cygni, die man dann halt gerade eben noch sehen kann, die nicht besonders hell sind. Und halt eben auch diese braunen Zwerge und sowas Exotisches wie die weißen Zwerge. Ja, und dann halt eben tatsächlich so wirklich einzelne sonnenähnliche Sterne wie Alpha Centauri A oder sogar halt eben Sirius, der noch heller ist. Das wäre super selten dann halt eben auch. Tatsächlich ist es so, wenn man sich diese Tatsache der Entdeckung von diesen beiden braunen Zwergen hernimmt, dann kann man mit ziemlicher Sicherheit eigentlich davon ausgehen, dass wenn man mal guckt, ich einfach mal mir all die Sterne hernehme, die jetzt vielleicht so in 25 Lichtjahren Abstand sind, dass wir uns nicht sicher sein können, dass wir da bis heute alle gefunden haben. Selbst mit Gaia nicht. Gaia guckt ja jetzt eigentlich genau drauf, ne? Also welche Sterne sind wie weit weg und kann das bei den Schwächeren halt auch machen, die ja eigentlich dann die Kandidaten für sowas sind. Das Problem ist, gerade bei den ganz kühlen M-Zwergen und den braunen Zwergen, das dann wiederum welche, da müsste man eigentlich im Infrarotlicht gucken. Da ist Gaia dann auch wieder nicht so ganz ideal dafür, das zu machen. Aber nichtsdestotrotz, vielleicht finden sich ja in den nächsten neuen Gaia-Daten noch so ein paar sonnennahe Sterne halt auch noch mit dazu. Und dementsprechend, ja, da muss man halt einfach mal so ein bisschen gucken. Auf jeden Fall ist es eigentlich ganz gut zu sagen, also nee, wir sind uns nicht sicher, ob wir die alle haben. Und das selbst in einem Umkreis von nur 25 Lichtjahren, was ja in Bezug auf die Größe unserer Milchstraße halt wirklich nur das die allernächste Nachbarschaft ist. Das ist etwas, ja, was man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen muss. Also wir wissen noch längst nicht alles, was da direkt vor unserer kosmischen Haustür stattfindet. So, und jetzt noch vielleicht so als ganz kleinen Seitenabschnitt, insbesondere, weil das einmal kurz vorhin auch schon erwähnt wurde, ja, wie ist es denn mit Planeten um diese Sterne? Ja, das ist so eine Sache, also bei den Sternen, die wir uns jetzt hier angeguckt haben, betrifft das hauptsächlich Proxima Centauri und Alpha Centauri. Also wirklich das allernächste Sternsystem. Und dementsprechend, da hat man sich tatsächlich natürlich auch drauf konzentriert. Also das ist ja für so Planetensuchprogramme natürlich ein beliebtes Ziel gewesen. Und ja, im Jahr 2012 hat man relativ vollmundig verkündet, dass man ja einen erdähnlichen Planeten bei Alpha Centauri B, also dem kleineren, dem etwas lichtschwächeren von dem Alpha Centauri Duo gefunden hat. Wobei erdähnlich immer so eine Sache ist, ne? Also da muss man ja so ein bisschen aufpassen. Also wirklich sich einen Planeten wie die Erde vorstellen darf man da nicht. Nur sowas wie größenordnungsmäßig in etwa die Erdmasse. Manchmal vielleicht auch nur als Untergrenze dafür hat man da halt eben angesagt. Allerdings ist es so, dass man da 3 Jahre später tatsächlich dann halt auch diese Entdeckung wieder zurückziehen musste sogar und dann halt ja kleinlaut verlauten lassen musste, nee, also so richtig sicher sind wir uns nicht, ob das nicht vielleicht dann doch eher ein Artefakt war, den man damals in den Messungen gehabt hat. Was man da gemacht hat, waren Radialgeschwindigkeitsmessungen, also halt eben spektroskopische Methoden, wo man geguckt hat, ja, bewegt sich der Stern so, als würde der um einen gemeinsamen Schwerpunkt kreisen mit einem Planeten. Das ist natürlich halt etwas, wo man sehr, sehr genau messen muss. Und ja, im Rahmen des sogenannten Pale Red Dot Projektes, also Pale Blue Dot ist ja nach Carl Sagan ja, unsere Erde aus der Ferne, hat man also bei dem Pale Red Star Proxima halt eben nach Planeten gesucht. Und da tatsächlich dann halt 2016 auch Erfolg gehabt. Und ja, erstaunlicherweise auch einen ja wiederum erdähnlichen Planeten, also ja, wiederum, ne, erdähnlich mit Vorsicht genießen, in der habitablen Zone von Proxima Centauri gefunden. Habitable Zone heißt ja jetzt nicht irgendwie gleicher Abstand wie bei der Sonne und der Erde, sondern halt eben das so skaliert, dass in dem jeweiligen Abstand bezogen darauf, wie viel Energie der Stern so abstrahlt, das dann wiederum passt, dass ja die Temperaturen auf dem Planeten so wären, dass da womöglich flüssiges Wasser existieren könnte. Also dass das Wasser weder gefroren ist, noch dass es alles irgendwie zu Wasserdampf ja,
verdunstet ist. Also das ist natürlich eine sehr, sehr grobe Angabe, insbesondere weil man so viel über diese Planeten gar nicht weiß. Auf jeden Fall ist der eigentlich mit ziemlicher Sicherheit bestätigt. Also man hat um diesen kleinen roten Zwergstern halt also tatsächlich einen Planeten von ungefähr Erdgröße gefunden und hat dann 3 Jahre später sogar noch einen zweiten oben drauflegen können. Da ist noch so ein klitzekleines Fragezeichen dran, aber eigentlich ist der schon ziemlich gut auch bestätigt worden, dass es da weiter draußen noch einen zweiten und etwas größeren Planeten gibt, der halt also ein bisschen länger braucht, auch für seinen Umlauf von Proxima. Da will man versuchen, demnächst auch Bilder zu machen, damit man den halt eben auch mal einigermaßen sehen kann. Das wäre also vielleicht tatsächlich so ein Fall halt eben auch zum Beispiel für James Webb oder für die nächste Generation von großen Teleskopen hier bei uns auf dem Erdboden. Tja, auch bei Alpha Centauri A, also dem anderen aus dem Alpha Centauri Duo, hat man da vor einem Jahr, also etwas über einem Jahr, einen Kandidaten aus dem Hut gezogen. Der wäre jetzt ein bisschen größer, das wäre eher so was Neptunartiges mit so 5 Erdmassen und wahrscheinlich dann halt eher auch mit einer etwas dichteren Atmosphäre, also wahrscheinlich kein Gesteinsplanet. Da hat man ein Foto von. Man ist sich allerdings noch nicht hundertprozentig sicher, ob der wirklich halt eben da dazugehört. Also man hat da dasselbe Problem wie bei Proxima, dass man jetzt erstmal beweisen muss, dass der tatsächlich um den Stern drumherum kreist. Und dementsprechend, ja, das muss ich noch rausstellen. Und dementsprechend gilt der auch im Moment noch nicht als bestätigt und nur als einfacher Kandidat. Aber nichtsdestotrotz, also ja, man guckt dann natürlich und man guckt sich gerade diese nächsten Nachbarsterne besonders genau an, weil, naja, also selbst wenn wir da jetzt noch nicht irgendwie hinkommen könnten, ist das natürlich reizvoll, einfach zu sagen, hier unser nächster Nachbar, der lohnt sich sozusagen anzusteuern, vielleicht dann irgendwann doch mal in ferner Zukunft, wenn man dann vielleicht tatsächlich mal auf interstellare Reisen gehen kann. Ja, nach dem Alpha Centauri-System, also Alpha Centauri A und B und Proxima, wäre dann der nächste Stern mit Planeten dann Epsilon Eridani. Und danach kommt erstmal eine ganze Weile nichts, aber nichtsdestotrotz, also die Anstrengungen gehen da weiter und dementsprechend wird man da also auch in Zukunft dann vermutlich noch weitere Planeten auch in unserer näheren Nachbarschaft auftreiben. So, und ich würde sagen, damit machen wir jetzt einfach hier mal Schluss, beziehungsweise ich kündige einfach mal ganz kurz an, wie es übermorgen weitergeht. Da schaut ihr euch nämlich mit Thomas Rauscher von der Uni Basel an, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass ja unser Universum zum größten Teil aus Wasserstoff und Helium und noch so ein kleines bisschen Rest besteht. Also wie nach dem Urknall sich die allerersten Elemente gebildet haben, wie überhaupt ja sich aus der Ursuppe sozusagen Protonen, die Bausteine des Wasserstoffs, gebildet haben, wie Helium entstanden ist und ja, warum die Anteile da so sind, wie sie sind. Und jetzt schauen wir mal so ein bisschen nach den Fragen, die da noch übrig sind und die ich jetzt im Laufe des heutigen Abends noch nicht abgearbeitet habe. Also was haben wir denn da noch, was noch nicht dran gewesen ist? Also ist Alpha Centauri A ein bisschen aufgeblähter als unsere Sonne, weil er 2 Milliarden Jahre älter ist. Ja, ganz exakt. Das ist tatsächlich so. Also Sterne altern in gewisser Weise sehr, sehr langsam und 2 Milliarden Jahre ist jetzt nicht nix. Und dementsprechend dieser Stern Alpha Centauri A, den muss man sich tatsächlich eben wirklich super sonnenähnlich vorstellen, aber er ist leuchtkräftiger, sogar deutlich leuchtkräftiger halt eben geworden im Laufe dieser 2 Milliarden Jahre. Das heißt also, auf unsere Sonne trifft das dann auch irgendwann zu. Wenn wir die noch ein paar Milliarden Jahre lang weiter brennen lassen, dann hat die halt eben auch merklich zugelegt und hat sich auch ein klein bisschen dann halt eben entsprechend aufgebläht. Die richtig großen Blähphasen, die stehen dann natürlich aber noch bevor. Also roter Riese sind die alle noch nicht. So, wie werden Entfernungen und absolute Helligkeiten bestimmt? Ich denke mal, das mit den Entfernungen haben wir hoffentlich hingekriegt. Absolute Helligkeiten, an die komme ich natürlich dran, sobald ich die Entfernungen habe. Also ich messe ja scheinbare Helligkeiten im Sinne von, ja, was messe ich denn eigentlich an Licht? Ne? Da stelle ich einen Detektor auf und messe ganz objektiv, also wie viel
wie viel, ja, ich sag mal, Elektronen in meiner Elektronik rege ich denn durch das Sternlicht an? Und da kommt dann halt tatsächlich ein Intensitätswert, den ich in eine scheinbare Sternhelligkeit auch umrechnen kann. Und dann kann ich mit meinem genauen Entfernungswert, so ich den dann habe, halt daraus eine absolute Helligkeit machen. Absolute Helligkeit ist ja der Helligkeitswert, den ein Stern hätte, wenn ich den in eine Einheitsentfernung stelle. Also wenn alle Sterne wirklich gleich weit weg wären, dann könnte ich die Sterne mit Hilfe der absoluten Helligkeit miteinander vergleichen, während die scheinbare Helligkeit halt wirklich die ist, die ich sehe oder die ich mit einem Messgerät hier auf der Erde messen kann. Und sobald ich die Entfernung weiß, kann ich das dann natürlich ineinander umrechnen. So, was haben wir noch? Wie sicher ist man sich bei der Elliptizität der Proxima-Bahn? Oh, da müsste ich jetzt nachgucken. Kann man aber im Zweifelsfalle tatsächlich auch mal selber machen. Also der Fachartikel dazu, der müsste öffentlich sein dazu. Aber ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf, wie sicher sozusagen diese Bahnparameter sind. Da wird natürlich schon auch noch ein ordentlicher Fehler dran sein. Aber ja, genau weiß ich das jetzt aus dem Kopf nicht. Aber man hat es halt eben so genau machen können, dass man wirklich hat festnageln können. Ja, das ist auch wirklich eine geschlossene Umlaufbahn und nicht, der fliegt da einfach nur dran vorbei und ist dann weg. Weil das wäre dann ja halt eben nicht gebunden. So, was haben wir noch? Kann man die Strahlen von den Haltevorrichtungen nicht rausrechnen? Bei den Teleskopbildern, also gerade bei dem Sirius-Bild oder halt eben auch andere. Im Prinzip ja. Also bei einer perfekten Optik versucht man sowas tatsächlich auch. Also man hat ja häufig ein Modell sozusagen von seinem Großteleskop oder zum Beispiel beim James Webb Space Teleskop macht man das auch sehr, sehr genau, hat ein theoretisches Modell, welche optischen Effekte sozusagen an den ganzen Optikbauteilen da auftreten. Denn ja, kein Teleskop der Welt ist perfekt, sondern die haben alle irgendwelche Abbildungsfehler und die versucht man schon irgendwie zu modellieren. Nichtsdestotrotz, wenn jetzt natürlich auf so einem Kamerabild da einfach so ein heller Strahl ist, kann ich nur bis zu einem gewissen Punkt halt eben diesen hellen Strahl hinterher auch wieder abziehen und gucken, ist da noch was drunter. Also da muss man halt immer so ein bisschen aufpassen. Zu einem Teil funktioniert das, ab einem gewissen Punkt halt aber eben nicht. Häufig macht man das auch nicht. Und in der Astrofotografie ist es ja teilweise tatsächlich sogar üblich, dass man absichtlich diese Strahlen generiert, weil es hübsch aussieht. In der Astronomie ist es normalerweise so, dass man die für die wissenschaftlichen Zwecke eigentlich eher nicht so gerne hätte, weil die stören. Aber auf dem Bild sehen die manchmal ja sogar relativ schick aus. So, was haben wir noch? Wohin führt der Weg von Barnards Pfeilstern aus der Milchstraße heraus? Und ist der ein Runaway oder High Velocity Star? Nee, der ist ganz normal an unsere Milchstraße gebunden. Also, dass der eine hohe Eigenbewegung hat, heißt jetzt nicht, dass der absolut sich sehr, sehr schnell bewegt. Ne? Also, Eigenbewegung ist tatsächlich wirklich ein Winkel, wo ich sehe, er bewegt sich als Winkel für unsere Augen durch diesen Geometrieeffekt. Scheinbar schnell als Winkel, heißt aber nicht, dass sich das in Kilometer pro Sekunde im Vergleich zu anderen Sternen auch schnell ausrechnet. Der ist also, ja, ich sag mal, auf ganz normalen Geschwindigkeitsfeldern unterwegs und bleibt genauso an unsere Milchstraße gebunden wie unsere Sonne und das Sonnensystem auch. So, spielen bei der sichtbaren Bewegung von Barnards Stern auch die Eigenbewegung unserer Sonne bzw. unseres Sonnensystems eine Rolle? Ich könnte mir vorstellen, würde unser Sonnensystem sich in die entgegengesetzte Richtung wie Barnards Stern bewegen, erscheint die Bewegung größer, als sie tatsächlich ist, oder? Erstmal prinzipiell ja. Diese ganze Bewegungsmessung ist super kompliziert. Und wenn man sich das mal genau anguckt, hat man da ja auch gleich verschiedene Bewegungen, die sich überlagern. Also erstmal habe ich da die Eigenbewegung des Sterns. Die ist normalerweise viel, viel größer als Parallaxenbewegungen zum Beispiel. Und dementsprechend, also zumindest bei den ganz nahen Sternen. Bei weiteren ist das dann zum Teil halt eben nicht mehr ganz so einfach auseinander zu dividieren. Aber bei den ganz nahen Sternen können wir immer davon ausgehen, ja, diese Eigenbewegung ist ein Effekt, der deutlich stärker sichtbar ist als wie die Parallaxenbewegung. Das heißt, ich habe so eine Bewegung irgendwie von rechts nach links, von oben nach unten oder sowas, die mir einfach diese Richtungsänderung
oder halt einfach die scheinbare Bewegung an der Himmelskugel mir so darstellt. Dem überlagert ist der Parallaxeneffekt. Das heißt also, dieses Hin und Her, kommt durch die Bahn, die Umlaufbahn der Erde um die Sonne. Und wenn ich das überlagere, das heißt, ich habe irgendwie eine gerade Bewegung so in diese Richtung und das überlagert mit so einer Rundumbewegung, kommt so eine Schlaufe, so ein Schlaufending dabei raus. Also irgendeine Art Rosette, die sich so entlang einer geraden Bahn langzieht. Und das ist dann tatsächlich auch genau das, was man sieht, wenn man das wirklich ganz genau fotografiert. Also wenn man das diesen Stern wirklich zum Beispiel über ein ganzes Jahr mal hinweg verfolgt, dann kann man auch wirklich genau diese Schlaufen, die der Stern dann macht und die dann zusammen mit der Eigenbewegung sich in so einer gerade entlang ziehen, dann halt auch wirklich abbilden. Und ja, rein aus der Perspektive gesehen macht das dann halt nochmal wieder einen Unterschied, ja, wie liegt dann jetzt halt eben diese Bewegung wiederum im Vergleich zur Lage der Erdbahn in 3D, weil das muss man sich ja eigentlich alles dreidimensional vorstellen. Also wir haben die dreidimensionale Bewegung unseres Sonnensystems, wo sich halt einmal hier die Erde um die Sonne drumherum bewegt und dann noch die Bahn des Sterns, die dann halt da irgendwie so querschräg durchgeht oder wie auch nicht. Also das muss man sich geometrisch alles sehr, sehr genau angucken und dann halt auch wirklich genau aufpassen, wenn ich da ausrechne, welche Bewegung da wirklich absolut, wenn ich so einen Kasten da drumherum lege, dabei hinterher rauskommt. Also da muss ich wirklich sehr, sehr genau messen. So, wie groß ist die Geschwindigkeit der Eigenbewegung von Barnards Stern im Verhältnis zur Geschwindigkeit aufgrund der Rotationsgeschwindigkeit der Galaxienscheibe? Auch hier gilt, die genauen Zahlen weiß ich nicht aus dem Kopf. Also das Einzige, wie gesagt, was mir hier halt eben noch direkt eben einfällt, ist die Eigenbewegung selber, also das, was wir hier halt eben an tangentialer Komponente sehen, also das, was hier als Winkel gemessen wird. Das ist also, wie gesagt, bei Barnards Stern halt eben diese 10 Bogensekunden pro Jahr, aber wie viel das dann jetzt wiederum ausmacht an Gesamtkomponente hier von der Raumgeschwindigkeit und wenn man da noch die Radialgeschwindigkeitskomponente obendrauf ausrechnet, das weiß ich nicht aus dem Kopf, das müsste ich nachgucken. Verrät euch im Zweifelsfalle auch die Wikipedia, wenn ihr da mal einfach nachschlagt. Also das findet ihr schon. So, was haben wir noch? Wenn Sirius A und B zusammen entstanden sind, müsste Sirius B anfangs schwerer gewesen sein. Könnte das darauf hindeuten, dass die beiden eben nicht zusammen entstanden sind? Ja, das habe ich ja genau gesagt, ne? Also der Sirius B war anfangs, wie gesagt, der schwerere Stern. Hatte also 5 Sonnenmassen. Während Sirius A von Anfang an die 2 Sonnenmassen hat, die er heute noch hat, während Sirius B halt mittlerweile auf die eine Sonnenmasse runter ist. Der hat halt eben, als er zum weißen Zwerg geworden ist, die 4 Sonnenmassen wirklich abgeworfen. Die sind weg, die sind als Sternwind nach außen verteilt worden, beziehungsweise in den planetarischen Nebel gegangen. Man ist sich sehr, sehr, sehr sicher, dass Sirius A und B zusammen entstanden sind. Also, dass die halt auch wirklich zusammen entstanden sind als Doppelsternsystem und nicht irgendwie, dass sich zufällig Sirius A da den Sirius B als Begleitstern dann irgendwie eingesammelt hat. Denn die kreisen ja auch umeinander. Das weiß man also sehr, sehr genau. So, ich habe mal M41 fotografiert. Also da ist jetzt zwar nicht gerade bei Sirius A, aber egal. Bei genügend Megapixel konnte ich 5 kleine Sterne um Sirius A finden. Also, ich behaupte Folgendes, dass mit dem Fotografieren von Sirius B ist nochmal schwieriger, als wie mit dem bloßen Auge gucken, weil man da halt eben tatsächlich gucken muss, dass man da halt, wenn man da Überbelichtung macht sozusagen, dann werden ja auch ganz schnell die nächsten Nachbarpixel mit aufgehellt. Und die Überbelichtung muss man ja trotzdem machen, um dann halt den schwachen Sirius B dann irgendwie drauf zu kriegen. Und dementsprechend, also man muss halt das Bild genau ausmessen, muss gucken, wie ist die Pixelskala, wie passt das, kommt das hin mit dem Abstand, den der Sirius B im Moment hat.
Also es ist halt ja so, wenn man sich dieses Bild hier anguckt, im Moment ist das also von hier, von dem Sirius B bis zum Zentrum von dem hier, wo also eigentlich der Sirius A sitzt, und der überstrahlt ja das hier auch alles, das sind 10 Bogensekunden. Also das muss von der Bildskala her passen. Und man weiß auch sehr genau, in welcher Richtung das sein muss. Also wenn man genau weiß, wie das Bild orientiert ist nach Nord, Süd, Ost, West, dann kann man auch da gucken, passt das? Und dann kann man schauen, ob man da den richtigen Sirius B fotografiert hat oder ob das nicht vielleicht doch eher was anderes ist. Dann müsste man sich also das Bild mal genau ausmessen. Also das muss man sich genauer angucken. Das ist jetzt hier sozusagen schwer per Ferndiagnose zu finden. Aber das lässt sich nachvollziehen. Wie gesagt, der Pixelmaßstab muss passen mit dem Abstand. Und ja, die Richtung sozusagen in Bezug auf Nord, Süd, Ost, West muss auch passen. So, wie groß ist der Massenanteil der braunen Zwerge und kühlen M-Zwerge an der Gesamtmasse der Sterne in der Umgebung des Sonnensystems? Ja, das ist in gewisser Weise so eine fiese Frage, ne? Weil das leuchtet ja darauf hinaus, Was dominiert denn jetzt hier eigentlich von der Masse her zum Beispiel halt eben auch die sichtbare Materie? Man muss ja ganz klar sagen, und das kommt hier weiter unten auch noch, sehe ich gerade, ob dunkle Materie aus braunen Zwergen besteht. Das ist tatsächlich was, das hat man sich so bis vor so 10, 20 Jahren halt auch noch ernsthaft gefragt, ob, wenn ich einfach nochmal, ja, die Masse der bekannten braunen Zwerge um den Faktor X erhöhe, ob das dann ausreicht, um die dunkle Materie in Galaxien zu erklären. Und rauskommt, das passt irgendwie immer noch nicht so richtig. Weil, ja, das ist so ein bisschen so ein Problem, so ähnlich wie man das bei den Asteroiden in unserem Sonnensystem hat. Wir haben ja auch 1 Million bekannte Asteroiden in unserem Sonnensystem, aber selbst wenn ich die alle zusammennehme, komme ich nur auf 4% der Masse des Mondes, also insgesamt summiert sich das einfach nicht auf. Und bei den M-Sternen ist das jetzt nicht ganz so extrem, weil die haben immer noch hier irgendwie sowas wie 1/10 Sonnenmasse oder sowas. Das heißt, von denen brauche ich nur 10 Stück, um eine Sonne zu produzieren. Bei den braunen Zwergen ist das schon eher so ein bisschen weniger. Die haben so üblicherweise sowas wie, ja, so ein paar Jupitermassen, vielleicht so, also ab 65 Jupitermassen, da kann man sich hundertprozentig sicher sein, dass irgendwas auch wirklich definitiv kein Planet mehr ist, sondern da vor sich hin fusioniert und ein Stern ist und alles, was so da drunter ist. Und ja, so bis 8 Jupitermassen geht, da ist so eine scharfe Grenze, wo wirklich gar nichts mehr geht bei der Deuterium-Fusion. Da habe ich so diesen braunen Zwergbereich. Und wenn ich so im Bereich Planetenmassen bin, dann kann ich natürlich halt auch schiere Unsummen von Planeten aufsummieren und ich komme so schnell nicht auf die Masse eines Sterns drauf. Und dementsprechend ist das letztendlich auch das, was rausgekommen ist. Also selbst wenn man das da ganz massiv übertreibt mit den braunen Zwergen, die man bisher gefunden hat, dann und das versucht hochzuskalieren, dann kommt man immer noch nicht darauf, dass man die dunkle Materie in Galaxien mithilfe von braunen Zwergen erklären kann. Insgesamt ist es halt dann aber tatsächlich schon so, dass wenn ich nur die M-Zwerge nehme, dass das dann wirklich ein signifikanter Anteil ist. Also ein großer Teil halt eben nicht nur von der Anzahl der Sterne, da haben wir das ja ganz klar gesehen, sondern halt eben durchaus auch von der Masse sind M-Zwerge, wobei es halt aber eben doch so ein bisschen divergiert, ne? Weil wie gesagt, also ich brauche 10 von den M-Zwergen üblicherweise, vielleicht auch mal irgendwie nur 5, um eine Sonne zu produzieren. Und ja, sowas wie Sirius, da habe ich dann halt eben schnell mal das Doppelte der Sonnenmasse zusammen. Aber die sind dann ja halt, so Sterne wie Sirius sind ja auch nochmal wiederum deutlich seltener als Sterne wie die Sonne. So, Proxima hat doch starke Strahlungsausbrüche, ob es Leben auf dem Planeten geben kann. Ja, das ist natürlich so eine Sache. Den Proxima-Planeten als erdähnlich zu bezeichnen, ist halt immer wirklich so ein bisschen schwierig. Der ist, wie gesagt, ja in der habitablen Zone drinne. Und dadurch, dass Proxima so ein Stern ist, der ja vor sich hin funzelt, heißt das, dass der insgesamt sehr, sehr viel weniger Energie abstrahlt. Das heißt, damit der das Wasser drauf flüssig sein kann, muss der Planet viel, viel näher dran. Und das wiederum bedeutet, einmal von der Geometrie her, dass ja, uns die Keplerschen Gesetze, dass die Gravitationsgesetze und die Gravitationsphysik uns mehr oder weniger sagen, ja, dieser Planet wird gebunden rotieren. Das heißt also, der macht dasselbe wie der Mond. Das heißt, es gibt also immer nur eine Seite dieses Planeten, die
zu Proxima hin zeigt, während die andere immer von Proxima weg zeigt. Das heißt, die eine Seite kriegt die Strahlung von Proxima ab und die andere steht immer im Finsteren, letztendlich. Und ja, so wie das tatsächlich ist, kriegt die dann halt auch die Strahlungsbrüche von, Ausbrüche von Proxima ab, also die helle Seite. Denn Proxima ist tatsächlich so ein Stern, der hat ja das, was die Sonne macht, auch gerne mal im Extrem. Also Flares, Helligkeitsausbrüche, da gibt es dann Röntgenstrahlung, da gibt es UV-Strahlung. Also alles so unangenehme Dinge, die man als Planet eigentlich nicht so gerne allzu viel haben möchte. Das in Kombination mit der Tatsache, dass eben wirklich immer nur eine Seite gut durchgegrillt wird, während die andere nichts abkriegt und dafür ja, finsterste Kälte herrscht, plus der großen Unbekannten, ja, hat er jetzt eine Atmosphäre, die den vielleicht irgendwie schützt, hat er ein Magnetfeld, das den schützt, dass die Partikel abweicht, das wissen wir ja alles nicht. Das lässt da jede Menge Fragezeichen auftun, was den Proxima-Planeten angeht. Nichtsdestotrotz, das ist ja vielleicht durchaus was spannend ist, mal im Auge zu behalten. Also wir werden mit Sicherheit versuchen, mehr über diesen Planeten rauszukriegen. Es wird nicht leicht sein, aber man wird das ganz sicher versuchen, eben gerade weil es der nächste Nachbarplanet zu unserem Sonnensystem dann ja eben auch ist. Also alleine deshalb ist es schon spannend, über den mehr zu lernen. So, was haben wir denn noch? Sirius hat ja auch in der ägyptischen Mythologie eine gewisse Bedeutung. Ja, absolut. Da verweise ich einfach auch mal auf die Vorträge von Susanne Hoffmann, die sich ja vor kurzem hier bei uns in der Reihe auch mal mit Sternen und Sternbildern und Sternmythologien in anderen Kulturen auseinandergesetzt hat. Also der Sirius als heller Stern, der ist natürlich halt auch ja, ein Wegweiser in mehrererlei Hinsicht dann gerade eben auch. Von daher würde ich sagen, nehmen wir die nächsten Nachbarsterne jetzt einfach mal so, wie sie sind. Und ja, ihr konzentriert euch dann übermorgen auf die ersten Elemente im Universum. Und ich verabschiede mich für heute.